Technology News with Sven. So, meine lieben Freunde, wir haben heute einen kleinen Test vor. Ich habe mich mal wieder nicht rasiert, aber das Auto war an der Waschstraße und wir werden es heute auch noch von innen saugen, dass ihr alle zufrieden seid. Hier ist das Problem, wie kriege ich jetzt mein Handy wieder CarPlay zum Laufen vernünftig? Und dazu schauen wir uns die Sache mal ganz kurz an, was ich alles für technische Tests hier gemacht habe und dass ihr nicht dieser kleinen Fehler macht wie ich und erstmal hier ganz viel einkauft und nichts funktioniert. So, ich denke mal, man müsste es gut sehen. So, wie gesagt, CarPlay ist ja hier quasi ein USB-Stecker. Vorher war es bei mir so, dass ich diesen Dongle hier drin hatte. Ich habe nur ein Software-Update bekommen und dieses Software-Update dazu funktioniert, dass CarPlay jetzt nativ funktioniert im Handy, im Auto. Und deswegen kann ich diesen Adapter hier nicht mehr verwenden, weil die braucht ein installiertes Programm auf dem Head Unit und auf der Head Unit, da kann man ja nicht mehr rein. Ich komme hier nicht mehr ins System. So, das heißt, es gibt zwei Anbieter. Einmal heißt der eine Anbieter C-Play to Car, aber derjenige, also der Dongle, sorgt nur dafür, dass quasi CarPlay wireless wird. Und wenn ich den jetzt einstecke, passiert nichts. Braucht man nicht probieren, aber der Dongle funktioniert. Hier ist die nächste Variante, das ist Car-Link Kit. Auch eine tolle Geschichte, habe ich auch schon oft verwendet. Funktioniert aber auch nicht. Wir kommen da auch nicht ernsthaft weiter. Beide funktionieren nicht. Ich habe beide Hersteller angeschrieben. CarLink Kit hat sich gar nicht gemeldet nach über 2 Wochen. Dieser Hersteller hat sich zumindest gemeldet und hat gesagt, wir kümmern uns darum, dass wir den iOS 5 aufnehmen. Ich werde speziell darüber informiert, falls er funktionieren sollte. Beide sind in der Preisklasse ungefähr gleich. Also das heißt, Wireless CarPlay ist einfach nicht, funktioniert nicht. Max, komm mal her. Hopp. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Das heißt, mein Handy hier passt gerade noch in die Ladeschale rein. Tja. Aber der Nachteil ist, stecke ich jetzt ein normales Lightning-Kabel ein, keine Chance, ich krieg's nicht rein, der Stecker steht raus. Dann habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, okay, wie kann ich es jetzt machen, dass ich jetzt das Handy da reinbekomme. Im Forum haben viele Leute quasi solche Adapter gehabt mit Stecker, die winklig sind. Ich habe mir extra welche herausgesucht, die wirklich sehr, sehr eng sind. Nehmen wir mal diesen hier. Stecken der rein. Der ist nicht sehr haben an der Stelle. Fakt ist, passt nicht rein. Aber Sven gibt ja nicht auf. Sucht die nächste Variante und deswegen mache ich das Video heute. Das heißt, hier ein anderer, der auch nicht sehr viel aufträgt. Das heißt, hier ganz minimal trägt er auf, passt aber nicht rein. Keine Chance, ich schaffe es einfach nicht, das Handy in die Schale zu kriegen. Deswegen ist mir jetzt bloß noch eine Möglichkeit übrig geblieben. Das bedeutet, ich nehme wieder mein ganz normales, popliges... Achso, eine dritte Variante habe ich auch schon besorgt. Ich habe mir gedacht, ich stelle mir jetzt hier so einen Stand hin, der sogar sehr gut hält. Also das wäre ja eine tolle Geschichte. Hätte mir sehr gut gefallen, ist aber das Problem... Naja, ich habe keinen vernünftigen Platz. Könnte ich hier hin machen, da ist kein Platz hier, dann kann ich es eigentlich nur hier hin machen. Und der Stand hat das nächste Problem, der kommt mit meinem Handy gar nicht klar. Naja, wäre jetzt auch eine Möglichkeit, sieht aber auch nicht ganz toll aus. Die letzte ist die billigste und die Variante, die wo ich jetzt erstmal machen muss, bis ich den Wireless, bis ich den Wireless wieder hinbekomme. Und das ist diese Variante, dass ich jetzt, Moment, ich bewege euch wieder. Und die letzte und günstige Variante ist diese hier, dass ich jetzt hergehe, ganz normales Kabel nehme, das Kabel kürze, hier rein tue. Das Schöne ist an diesem Klimamodul, dass an der Seite kann man das Kabel rausführen hier. So. Na. Habe ich hier seitlich das Kabel.
Ich kann das Handy hier reintun und ich habe den Vorteil, ich habe hier so eine Silikonhülle, die rutscht nicht arg. Das heißt, ich kann das Handy da hinten reinlegen und dann ist es erstmal gegessen. Das ist im Moment die einzige Variante, die ich habe, dass ich CarPlay, das nativ installiert ist, vernünftig mit meinem Handy verwenden kann. Ist aber keine tolle Lösung. Wireless hätte ich schon gerne. Und da werden wir uns dann bei Gelegenheit darum kümmern, sobald ich Antworten habe. Viel Spaß!